so kann es laufen. Hunderte Spiele, ein Tor gemacht, Spiel gewonnen. Ja, ein schönes Jubiläum kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Ja, sehr wichtige Punkte. Ich denke, dass wir letzte Woche auch schon gegen Mattersburg ein gutes Spiel gemacht haben, dann, dass wir, ja, sage ich, unglücklich 0-1 verloren haben. Heute waren wir effektiver, trotzdem war sicherlich nicht alles so, wie das Ergebnis jetzt zeigt. Ja, im Endeffekt zählen die drei Punkte, die wir heute geholt. Das war eine Pflichtaufgabe für uns heute, das haben wir so in der Woche thematisiert. Und umso mehr freut mich aber auch, dass wir 3-0 gespielt haben nach so einer langen Zeit. Sehr viele Tore in der letzten Zeit bekommen und von dem her 3-0 zu Hause, top. Das Ergebnis top, nur an der Leistung, da müssen wir noch ein bisschen anschlafen. Ja, erste Halbzeit sind wir viel dem Ball nachgelaufen. Da sind wir nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen. St. Pölten hat es gut gemacht mit gutem Positionsspiel. Trotzdem haben wir nicht viel zugelassen, waren selber ab und zu gefährlich über Kontersituationen, die wir nicht gut fertig gespielt haben. Und ja, dann zweite Halbzeit war besser von uns, da sind wir ein bisschen aggressiver gewesen, kompakter und ja, schlussendlich dann 3-0 verdient gewonnen, denke ich. Ja, wir müssen vieles anders machen, sonst können wir dort unten nicht bestehen. Wird aber trotzdem ganz ein anderes Spiel werden und denke, dass uns dieser Sieg trotzdem Selbstvertrauen geben sollte. Ja, Rapid ist gut drauf, das wissen wir. Der Sieg gibt uns jetzt auch wieder Selbstvertrauen. Wir wissen, dass wir noch gewinnen können. Das ist auch wichtig und ja, es wird eine heiße Partie. Da müssen wir wieder alles abverlangen und dann werden wir dort auch was holen. Ja, es ist immer top, wenn man einmal im Jahr in einem Stadion spielen darf, wo 20.000 sind und natürlich vor so einer Kulisse. Von dem her, wir freuen uns, dass wir jetzt gegen Rapid auswärts spielen. Ich habe vor dem Spiel gesagt, ich will kein Spiel mehr verlieren das Jahr. Und ja, von dem her sehe ich da am Mittwoch auch keine Niederlage für uns.